Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde. Wir haben hier jetzt wieder drei Sterne. Ihr fragt euch sicherlich, warum im letzten Spiel waren wir doch erst nur, waren wir doch noch Stufe 19. Ja, das liegt daran, dass mein Computer mal ganz eben so gemeint hat, ja, okay, Windows Update. Einfach so. Plötzlich hatte ich einen schönen blauen Bildschirm, wo drin stand, ja, Windows updatet sich jetzt mal. Wegen Neustart und bla bla bla. Das kommt ja manchmal. Und dann muss man halt auf später erinnern drücken. Nur da, dass sich im Hintergrund geöffnet hat von Hearthstone, habe ich es natürlich nicht gesehen. Es war ganz angenehm. Dadurch ist die Folge leider entschwunden. Also ich habe jetzt so einen Teil von der Folge, aber der bringt euch ja auch eigentlich nichts. Und ihr seht, wir haben einen Stern verloren, weil das Spiel natürlich als Lose gezählt hat. Ja. Eigentlich hatten wir noch einen Stern verloren. Dann habe ich aber noch eine Runde mit dem ins Gesicht gemacht, dass es nicht so arg schlimm wirkt. Deswegen spielen wir jetzt eine Runde, dass wir wieder ein bisschen Sterne hochkommen. Schnell wieder Wind. Ein sehr, sehr schöner Zulog. Eigentlich finde ich immer noch den Zulog am angenehmsten. Oder insgesamt den Warlock als angenehmste Klasse. Ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber es ist halt komischerweise so. Und ich würde mir gerne bald, wenn das denn möglich wäre, wenn ich mal wieder ein bisschen Staub und Zeug habe, würde ich mir sehr, sehr gerne einen, entweder einen Demon Lock bauen. Dafür braucht man natürlich Ding. Braucht man natürlich Draxes und sowas. Oder halt gerade so ein, was können wir noch bauen? Demon Lock, ein Hand Lock, aber dafür braucht man halt überall eigentlich so Draxes, ist eigentlich so immer in allen drin. Und Malgarn ist natürlich auch. Und warum wird mir hier jetzt angezeigt, dass der Gegner hier die ganze Zeit, dass wir eben Gegner gefunden haben, aber es lädt nicht. Ist Hearthstone abgekackt oder wie? Hallo? Okay, wir warten einfach mal ein bisschen. Was kann ich euch denn großartiges erzählen? Ja, wir werden jetzt auf unserem, oder besser gesagt hier auf dem Channel, werden wir jetzt einige neue Sachen erleben. Sie werden euch verstören, sie werden euch manipulieren, sie werden euch. Naja, sagen wir es einfach so, ich werde einfach ein bisschen was Neues machen. Werdet ihr bald sehen. Oh, wir haben es endlich geschafft. Der Worthy Opponent ist doch da. Ihr werdet es bald sehen. Ich weiß, ich habe da schon öfters Worte drüber verloren, aber das hat sich noch nichts geändert. Das ist aber auch. Ich nehme natürlich wieder ein bisschen Voraus auf, wie man es halt macht. Und ich finde es eigentlich ganz schön, so die Starthand. Kann man schöne Sachen spielen. Was machen wir denn da mit dem. Eigentlich ist es ganz okay. Eine Neuerung habe ich ja schon gesagt in der ersten Folge, die am Mittwoch erschienen ist. Das müsste jetzt die Folge vom Samstag sein. Kann das sein? Ich weiß nicht, wann das bei euch rauskommen wird oder wann ihr die Folge guckt. Auf jeden Fall werdet ihr hier jetzt merken, dass hier jetzt Sachen gemacht werden. Und zwar wird wahrscheinlich gestern, also am Freitag, wird höchstwahrscheinlich ein Ding, ein neues kleines Kartenspiel starten. Und zwar guckt einfach mal rein. Es ist Magic Duels nennt sich es auch. Es ist auch ein Kartenspiel wie Hearthstone, nur halt, dass es sich auf eine andere Riege bezieht. Also Magic ist ganz ähnlich zu Hearthstone, muss ich sagen. Es hat wirklich Ähnlichkeiten, kann man mal sagen. Aber es ist natürlich nicht gleich. Es werden viele gleiche vielleicht von mir gezogen, aber da dürft ihr einfach nicht drauf hören. Wie ich auf das Spiel gekommen bin, ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und ich habe früher selbst Magic gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das da auch erzähle, aber ich erzähle es euch jetzt halt einfach nochmal, weil vielleicht manche Leute die Folge nicht angucken oder so. Ich habe früher selber Magic gespielt und ich fand es ein sehr, sehr cooles Spiel. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, warum sollte man das nicht hier einfach mal, wenn es schon hier rausgekommen ist, nicht einfach mal Let's Play? Ist doch an sich so eine coole Idee. So, jetzt gucken wir mal. Also ich habe ja gemerkt letztes Mal, dass diese, wo ich mit dem gespielt habe, dass diese Kombination nichts bringt. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, aber es ist auch okay. Wir können ja hier jetzt. Das ist sehr, sehr gut, dass wir den hier kriegen. Dann spielen wir nämlich den. Den Call. Den haben wir Value hier jetzt und können Sachen machen. Er muss jetzt hier erstmal durch den 1-3er kommen. Das wird er höchstwahrscheinlich mit seiner Hero-Ability machen und mit seinem komischen Vogel da, Druid of the Flame, in Vogelart. Und wie ihr seht, Freunde der Nacht, ich habe es geschafft und habe endlich es auf Englisch geändert.
Falls ihr wissen wollt, wie es geht, einfach im Battle.net, in diesem kleinen 4-gigen Kästchen, wo ihr auswählen wollt, ob ihr Hauptmann spielen wollt oder sowas, einfach über dem Spielen-Button gibt es ein kleines Zahnrädchen, wie hier unten. Da drückt ihr drauf und da könnt ihr Spracheinstellungen auf Deutsch einstellen. 4 Mana, das heißt, wir könnten jetzt hier ein paar Knives schießen. Was ich jetzt nämlich auch vorhab, zack, Knife hier rein, bitte, komm schon, come on. Yes. Und jetzt nochmal, komm. Wen buffen wir? Falls das Knife nicht trifft, sollten wir 3 Schaden machen. Das heißt, wir buffen jetzt den hier. Ja, das war nämlich klar. Jetzt machen wir so. Jetzt kriegen wir Value des Todes, weil er nämlich jetzt noch schießt und nochmal schießt. Und noch ein Hit ins Gesicht. Wunderschön. Haben ein gutes Board, aber jetzt kann er einen Swipe setzen. Auf den Knife Juggler oder auf den Harvest Golem. Und alle sind tot. Alle sind des Todes. Würde er jetzt höchstwahrscheinlich machen, oder? Nein. Er macht 2 Schaden durch, und der Lächel. Das war natürlich sehr schlau. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das Meridian Acted spielen, sind wir eigentlich relativ Swipe geschützt fast. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schaden. Wir ziehen noch eine Karte. Lebra Gnome, ja, das ist ganz angenehm. Den spielen wir jetzt aus, Damage und so. Machen wir den weg? Ja, komm, dann machen wir mal weg hier. Zack. Zack. Und weiter ins Face. Ich weiß, eigentlich sollte ich rein ins Face gehen, aber ich finde es immer doof, wenn halt 4 auf dem Board liegen, wo er dann Sachen mitmachen kann. Jetzt gucken wir mal, hier können wir jetzt einfreezen. Ich weiß nicht, kriegt er eigentlich auch hier durch das Viech hier irgendwas? Ne, kriegen eigentlich nur wir, oder? Shit, kann ich jetzt lesen. Okay, kriegen nur wir. I must safeguard. Oh, da hat er noch einen. Silence hat wahrscheinlich. Das ist eine Rubin. Das war sehr, sehr intelligent, manchmal. Holt sich noch einen Eingriff, macht jetzt wahrscheinlich den Lebergnome weg, war klar. Frisst dadurch auch nur einen Damage, was ich so sehr böse finde. Das ist jetzt wiederum relativ gut. Wir werden nämlich jetzt hier so machen. Quatsch, so. Oh Gott, jetzt hätte ich gerade fast einen Fehler gemacht. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. No! That was a mistake. Das war richtig schlecht jetzt, Freunde. Ja gut, dann machen wir es halt so. Mal gucken, ob wir da irgendwas anstellen können. Irgendwas Böses damit. Jetzt machen wir das mal so. Jetzt hat er noch 13. Jetzt können wir gucken. Und zwar, wenn wir jetzt den hier rausspielen und dann den Defender of Argus spielen, können wir mit dem Enderman eigentlich auch noch was anspielen. Okay, das wird jetzt ein bisschen problematisch hier. Aber es dürfte eigentlich sogar reichen jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe. 10, da kriege ich +4, +4. Dann habe ich hier also, lass mich mal ganz grob rechnen, +4, +4. Hätte ich hier einen 4er, hätte ich hier einen 5er und dann, oh, das wird schon heftig. Das wird heftig auf jeden Fall. Aber wir spielen jetzt auf jeden Fall mal hier den Taunt rein. So. Aber dass wir hier die 2-2-3er haben. Und dann spielen wir hier auf das Spinnchen hier 4-4. Machen hier so. Einfach weil wir den hier eigentlich nicht haben wollen. Und beenden jetzt unseren Zug direkt. Weil wir dann jetzt hier erstmal eine gute Defense aufgebaut haben. Frage ist halt, kann er jetzt irgendwas großartig machen? Er müsste halt durch unsere Defense durch. Aber wir müssen auch erstmal durch seinen 5er durch. Norrid, okay, jetzt zieht wahrscheinlich 2 Karten. Ja, macht er auch. 3 Mana, wir könnten jetzt durch seine Defense durchkommen, können aber nicht wirklich Schaden direkt machen. Er kann einen von unseren Uses töten, was ihm aber nicht viel nützt. Jetzt müssen wir mal gucken. Er geht auf das Nerubian Egg, klar, dann tut der Ding am wenigsten Schaden. Könnte den Us theoretisch töten? Ne, er holt sich noch einen Taunt. War wahrscheinlich eine gute Idee. Kann noch ein bisschen blocken hier und blocken da. Und für einen Mana, was kann er für einen Mana denn machen? Eigentlich doch nichts, oder? Hat er einen Coin? Coin hat er eigentlich schon. Haben wir nicht? Coin gehabt sogar? Doch, wir hatten, glaube ich, den Coin. Okay, er beendet seinen Zug. Oh, die Implosion. Das ist schön, das freut mich. Und zwar spielen wir jetzt den Knife Juggler. So. Machen jetzt so. Jetzt kommt nämlich das ganze Value zu spüren. Nein, natürlich da rein, aber das ist okay. So, das ist schon mal sehr schön gelaufen. Oh, sollen wir hoffen auf 3 Schaden? Ach komm. Wird schon irgendwie schief gehen. Ach.
This shit. Kann ja wohl nicht wahr sein, hey. Jetzt habe ich hier zwei so halblebige Viecher, hey. Socke, hey. Okay, Tor behalten wir jetzt die Karte. Ist halt jetzt dumm gelaufen, hey. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir doch ein bisschen mehr da rausholen können. Eigentlich hätte ich das auch auf den anderen schießen können. Dann hätten wir irgendwie, wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt holt er jetzt wahrscheinlich gleich wieder seine 8-8. Geht noch da 2 Damage dran. Holt er jetzt den 8-8er? Nein, Starfall, no! Why? Oh Gott, alles weg. Tschüss. Schon wieder ein 2-5er. Oh, das ist schön hier. Den spielen wir gleich mal raus hier. Spielen den noch hinterher und holen mal hier noch einen Cody. 6 Damage, zack, ins Gesicht. Theoretisch jetzt im nächsten Zug Liefel. Selbst wenn er nur den Wolf überlässt. Er müsste halt jetzt irgendwas machen, dass er uns blocken kann, dass wir ihm nicht direkten Schaden ins Gesicht machen können. Spiel den Swipe. Hat er noch irgendwas? Noch ein Swipe? Ne, Starfall, okay. Tradet er jetzt? Würde höchstwahrscheinlich traden, hätte ich gesagt. Ja, macht er. Schauen wir mal, was wir kriegen. Flame Imp, boah. Ziehen mal noch eine Karte. Lebenragnorm ist auch okay, also spielen wir die zwei mal raus. Wir halten den noch auf der Hand. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Der Taunt wäre jetzt natürlich das Tödliche für uns. Kommt schon kein Taunt. Ah, das wäre jetzt gar nicht gut. Er hielt sich. Okay, 5 Health. Kammer. Können wir traden? Na, können wir nicht machen. Schade. Können wir unseren Zwerg immer noch nicht spielen? Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Er will jetzt hier überleben, aber das wollen wir nicht zulassen. 6. Das wäre jetzt perfekt für einen Doom gerade. Jetzt müssen wir langsam aufpassen mit dem Health. Okay, wir spielen so. So. Beenden unseren Zug. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht gar nicht gut aus. Warum sieht das nicht gut aus? Oh, er kann finishen. Ja, gut, okay. Das war nicht gut. Keine gute Runde, Leute. Keine gute Runde. Müssen wir jetzt erstmal mit der nächsten Runde wieder gut machen, ja? Ja, anstatt weg, ist gut. Finde ich jetzt doof. Muss ich ganz klar sagen, finde ich jetzt doof, dass das jetzt so dumm gelaufen ist. Also der Druide, der unterbricht, das ist so ein bisschen der, für mich gerade der Konter. Das ist das, was für mich früher der Mage war, ist jetzt gerade der Druide. Aber ich habe auch schon seit dem letzten Update eigentlich gemerkt, dass der Druide extrem stark geworden ist mit ein paar Karten. Was ich jetzt auch bald machen werde, ist nämlich, ich würde euch ein neues Deck vorstellen. Und dieses neue Deck ist eigentlich relativ interessant, muss ich sagen. Ich finde die Hand eigentlich ganz schön hier. Das neue Deck ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Es ist ein Speed-Druide, ein Rush-Druide. Ich weiß gerade gar nicht, wie man es genau beschreiben soll. Es geht einfach darum, dass man mit dem Druiden extrem viel Damage ins Gesicht macht. Aber ich will euch ja noch so viele Decks vorstellen, deswegen braucht es noch so seine Weile. Ich wollte euch ja auch mal den Secret Paladin vorstellen, wo mir aber noch ein bisschen Dust fehlt, dass ich den überhaupt bauen kann. Ohne Dust, keine Ahnung. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir den guten Libra Gnome, der hier jetzt Sachen machen könnte. Der will den höchstwahrscheinlich traden, deswegen soll er das halt mal machen. Wir machen hier Buffen und machen hier 5 Schaden direkt ins Gesicht. Er kann jetzt natürlich seinen Value auch voll rausholen und hier ins Gesicht gehen. Der Rogue ist ja eigentlich auch so ein Face, inzwischen so ein Face-Kind geworden, wenn man so will. Okay, er hat jetzt einfach mal einen Dinger weggetradet, holt sich wahrscheinlich seine Waffe und macht den 2-1er noch weg. Jo, genau so nämlich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Sachen machen. Wir spielen nämlich jetzt und greifen mit dem an. Sind damit auf 20, 22, ist natürlich nicht perfekt gelaufen, aber ist eigentlich ganz okay. Müssen halt jetzt ein bisschen aufpassen. Weil das Ganze könnte jetzt sehr, sehr schnell in die Hose gehen. So, mal schauen. Nächsten Zug, wenn. Jetzt kommt es halt drauf an, was wir ziehen eigentlich. Okay. Das ist sehr interessant. Er riskiert hiermit jetzt 5 Schaden gerade ins Gesicht. Damit, dass er den gespielt hat, den 2-1er. Oh, ein Doomguard. Das ist natürlich ganz schön, ganz hübsch.
Ja, wir holen uns mal noch eine Karte. Ja, der Defender of Argus ist natürlich sehr, sehr schön. Den können wir dann nächste Runde noch nicht in der Combo spielen. Noch nicht in der Combo spielen. Wir machen den hier weg, auch wenn er jetzt eine Karte zieht und Sachen machen kann. Wollte ich halt nicht, dass er hier das hat. Er kann jetzt einen von deinen Beinen töten. Beide sind für ihn gar nicht so gut. Deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Noch einen, okay. Spielt ein Silence da drauf. Okay, ich hätte es vielleicht auf den anderen gespielt. Aber den Trader da jetzt natürlich. Es geht ja mir eigentlich hier nur um den Damage, den wir machen können. Das hat sich wieder zu passiert. Ist natürlich schon manchmal böse hier. Wir ziehen noch eine Karte. Oh, ein Abusive Sergeant, das finde ich sehr, sehr schön. Weil wir jetzt hoffentlich hier irgendwie einen treffen davon. Yes, nice. Dann machen wir halt hier auch, komm, obwohl, das wären halt schon einige sind Schaden, was wir da machen. Na, egal. Zack. Wir lassen jetzt gerade Karten ziehen. Warum auch immer, das ist mir noch ein bisschen fragwürdig, aber es ist okay. Weil wir nämlich jetzt im nächsten Zug dann hier Sachen machen können, hier mit dem Dene 2 hier. Er holt sich ein Knife, wird wahrscheinlich einfach Dene 2 wegmachen. Oder ein Wirbelwind des Todes. Wird alles wegmachen hier. Ja, er greift an und wirbelt dann hier alles weg. Das ist natürlich sehr gut. Sehr gut für ihn natürlich. Er denkt jetzt sicherlich, das könnte jetzt problematisch sein, aber an sich ist es eigentlich gar nicht problematisch, weil wir jetzt nämlich hier richtig krasse Sachen machen. Zack. Und er hat auch nur noch 8 Health, das heißt, also im nächsten Zug ist er auf jeden Fall tot, wenn er jetzt nicht irgendwie einen großartigen Taunt spielt oder sowas. Ist also ganz okay. Wir müssen jetzt halt aufpassen, ich glaube, er wird hier nicht durchkommen und uns irgendwie 12 Schaden machen jetzt direkt. Deswegen haben wir eigentlich mit unserem Rush Warlock, mit unserem Schnellwind hier, hieß er, eigentlich schon die Runde jetzt eigentlich safe in der Tasche, könnte man fast sagen. Jetzt gucken wir einfach mal, okay, man kann jetzt hier Sachen machen, schenkt uns sogar noch einen Mana Crystal. Kann er noch einen Taunt spielen für 3 Mana? Eigentlich nicht, das wäre so seine Möglichkeit gewesen. Oder sprinten, nee, sprinten bringt nur Karten wie das Vanish. Hat ihm auch noch was gebracht, er lässt uns jetzt 2 Karten ziehen und damit haben wir eigentlich gewonnen. Rein von der Theorie her. Wir hätten sogar jetzt eigentlich mit dem Board gewonnen. Er coint noch was? Für 1 Mana gibt es einen Taunt? Ja, okay, er gibt ihm jetzt noch ein bisschen Ding. Wir sagen well played. Und damit hat sich das auch erledigt. Wir hochkommen. Purpose Gun. Zack. Zack. Wir hauen jetzt 2 Karten weg. Ach, die guten natürlich. 2 und 2. Spielen wir noch raus. Und 5 damit jetzt ist echt. Wenigstens eine Runde hier noch gewonnen. Mit dem Schnellwiederwind. Wäre ja sonst ein bisschen komisch gewesen, wenn wir hier eine Runde gewonnen. Und haben Only the Mighty endlich geschafft. Damit haben wir jetzt alle Quests beendet. Sind auch wieder auf 220 Gold. Und wir öffnen 2 Päckchen, haben wir einfach gesagt. Einfach so, weil wir es können. Ein Classic bitte. Danke. Und ein Goblin vs. Gnomes. Und gucken einfach mal rein. Vielleicht kommt ja was Schönes raus. Finde ich mal ganz cool. Wieder so eine Legendary. Und was kommt raus? Nichts. Blau. Nichts. 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 Wow. Dust, 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 Dust. Natürlich sehr, sehr schön, dass wir so viel Dust gezogen haben hier jetzt gerade. Nicht mal zwei Dinge, das waren drin. Ah, wenigstens hier sind 2 Rares drin. Ah, den hier habe ich den schon 2-mal, weiß ich nicht. Werden wir ja gleich sehen. Die Dark Bomb habe ich jetzt auch schlussendlich 2-mal. Ich glaube, die habe ich mir sogar einmal gecraftet gehabt. 55 Dust, das sind also. Oh, ich hatte noch eine davon, von den Rares, okay. Ja, gut. Bringt auf jeden Fall ein bisschen Dust, jetzt sind wir wieder über 100. Finde ich sehr gut. Wir haben die vom Hunter. Was haben wir denn beim Hunter gekriegt? Unleashed Hounds hatten wir erst einmal. Okay. Redemption hatten wir auch erst einmal. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Den Piraten hatten wir auch erst einmal. Was ist denn hier los? Uns fehlen ja voll viele Karten. Hier, Dark Bomb hatten wir auch erst einmal. Kann das denn sein? Und der Doomguard, den haben wir ja aus dem Ding gezogen. Aus der Chest am Anfang. Für uns der Anfang der Saison, der ja jetzt eigentlich mitten kurz vor Schluss eigentlich ist. 10 Tage sind es, glaube ich, noch bis zum Ende. Wir haben ja auch ein paar Karten gezogen. Wo ist denn die erste Karte? Da, der Ogre für 3 Mana. Haben wir jetzt 2-mal. Ich dachte auch, den haben wir 2-mal. Dann hier den Taunt, da wusste ich ja nicht, ob ich den 2-mal habe. Ich habe ihn nur sogar erst 1-mal. Was ich sehr, sehr interessant finde. Und den haben wir auch erst 1-mal gehabt. Oh.
Okay, habe ich mich ein bisschen vertan. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt das schön in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.